54 Sport. Herzlich willkommen, liebe Miezen-Fans und liebe Handballfans im Allgemeinen hier bei OK 54. Wir zeigen Ihnen die Handball-Bundesliga der Damen und heute das erste Heimspiel für die Trierer Miezen in der Rückrunde eben dieser ersten Handball-Bundesliga der Damen. Und das ist heute ein ganz wichtiges Spiel. Vielleicht habe ich das schon ein paar Mal gesagt im Vorfeld, aber heute in diesem Spiel, da geht's so richtig. Trier trifft heute auf die SG BBM Bietigheim. Und das ist der aktuell Tabellenletzte. Und das war in den vergangenen Jahren vielleicht nicht unbedingt dann immer das Spiel, wo man gesagt hätte, okay, jetzt geht's um alles. Aber in dieser Saison ist es so. Die Miezen sind Vorletzte, ein Sieg nur in der Hinrunde erreicht. Und dementsprechend wichtig ist es jetzt in der Rückrunde hier Gas zu geben. Denn nur mit Siegen lassen sich jetzt noch die schlimmsten Befürchtungen verhindern und die lauten Abstieg. Also heute wichtig gegen Bietigheim und das war im Übrigen auch der Punktlieferant in der Hinrunde. Und Bietigheim ist, zumindest hat man das vorher ganz laut so proklamiert, nochmal stark geschwächt vor diesem Spiel. 7 Spielerinnen nicht an Bord. Jetzt erstmal Ballbesitz für die Miezen. Bei Trier alle Damen an Bord. Antonia Pütz hier auf halb links im Moment, leicht angeschlagen, wie auch Silvia Solic. Aber das erste Tor gehört den Miezen. Jana Arnoschowa trifft zum 1:0 Treffer für die Miezen. Das ist der richtige Einstand vor einer eindrucksvollen Kulisse. Damit hatten heute, glaube ich, gar nicht mal so viele gerechnet. Die Akzeptanz bei den Fans ist immer noch hoch, trotz der schwachen Hinrunde, die diese Mannschaft gespielt hat. Und das ist ja nicht unbedingt eine Sache, dass die Mannschaft nicht ihr Potenzial abrufen könnte. Es fehlt Geld im Verein, gar keine Frage. Es fehlt Geld, um einen Etat auf die Beine zu stellen, mit dem man Spielerinnen verpflichten kann, die in der Bundesliga eben ja, das entsprechende Niveau haben. Aber auch die Miezen jetzt hier stehen haben, sind keineswegs zweite, dritte Garde. Auch das sind natürlich Top-Spielerinnen in Deutschland. Hier der Treffer zum 2:0 beispielsweise durch die Niederländerin Tessa Cox. Aber man muss ganz klar sagen, eben hinter dieser ersten 7 sind viele junge Nachwuchstalente, weil einfach der Etat nicht groß genug ist, um eben auch in der zweiten Reihe dann noch eben solch starke Spielerinnen an Bord zu haben. Aber das, was die Miezen in den ersten 3 Minuten zeigen, ist genau das, was wichtig ist in dieser Partie. Von Anfang an beweisen, dass Trier hier Herr im Haus ist und Bietigheim gar nicht erst in Versuchung gekommen, hier ins Spiel zu gelangen. Trier 5 Punkte Rückstand auf einen Nicht-Abstiegsplatz. Und das ist der Nicht-Abstiegsplatz, auf dem im Moment Göppingen steht. Und Tessa Cox über die Ecke zum 3:0. Also Auftakt nach Maß. 3,5 Minuten sind gespielt. Und hoffen wir, dass die vielen Fans heute in der Arena, vielleicht können wir ihnen auch später noch ein paar Zahlen liefern, hier heute den ersten Heimsieg in dieser Saison erleben werden. Jetzt erstmal der erste Treffer für die Gäste. Dass das passiert, ist natürlich auch klar. Mit der Nummer 6 Linda Mack erfolgreich für die SG BBM. Aufsteiger in dieser Saison, also zum ersten Mal in der Bundesliga. Dementsprechend schwer tut sich die SG BBM auch. Und Trainer Severin Engelmann hat ganz schön Probleme, die Mannschaft hier einzustellen auf viele Partien. Ein Punkt bisher, die magere Ausbeute aus 11 Spielen. Aber nun ja, bei den Miezen sind es auch nur 2 Punkte aus 10 Partien. Die Nachholpartie gegen den HC Leipzig, die steht nämlich noch aus. Willem Carsten traut sich, das ist gut. Hat in der ersten Partie der Rückrunde gegen Leverkusen ein gutes Spiel gemacht. 7 Tore erzielt. Da haben die Miezen eine gute erste Halbzeit gezeigt und dann leider in Halbzeit 2 direkt zu Beginn
4 Gegentore kassiert, einfach nicht wach gewesen, nicht richtig dabei. Das sind eben auch die fehlenden Alternativen. Umso wichtiger wird es heute sein, in dieser Partie hier früh zu zeigen, wo der Hammer hängt. Die Partie übrigens unter der Leitung von Christian Mohles und Lutz Bittner. Hoffen wir, dass sie unauffällig bleiben. Erste Parade von Dani Vogt. Insgesamt von den Torfrauen zu wenig gekommen in den letzten Spielen. Fast durchweg in dieser Saison. Von daher vielleicht auch heute für Dani Vogt und Anna Mons im Kasten der Mietzen die richtige Gelegenheit, eine starke Leistung zu zeigen. Heute gilt's. Aber Bietigheim, muss man auch sagen, im Abschluss in diesen nächsten 5,5 Minuten, die jetzt gespielt sind, sehr schwach. Das, was dort bislang durch den Block in der Drehabwehr kam, war Kinkerlitzchen. Also da müssen sie sich schon was anderes einfallen lassen. Aber wenn das anders wird, dann kann sich auch am Stand was ändern. Variables Spiel, aber Trierer Abwehr stand da gut, hat sich da nicht ausbaldobern lassen. Jelena Popovic und Tessa Cox standen ganz sicher. Immer wieder die kleinen Fouls und damit auch jetzt der Arm oben. Zeitspiel angezeigt, müssen jetzt abschließen und tun das auch. Und da hat dann wiederum Block und Tor nicht perfekt harmoniert. Und deswegen der Treffer durch Jelena Frank. Aber die Mietzel mit der Antwort über unsere Nummer 11, Willemijn Karsten, mit ihrem ersten Tor. Hat allerdings einen Schlag bekommen, ich denke mal aufs Knie. Will da aber von der Physiotherapeutin Sabrina Thomas so wirklich angefasst werden, sagt, geht schon, weiter geht's. Das heute hier, das hat Mietzentrainer Thomas Happe früh vor der Partie schon klargestellt, wird kein schönes Spiel werden, sondern es wird ein Spiel werden, in dem man beinahe auf Ergebnis spielt. Und wenn das Ergebnis in die Richtung läuft, wie es im Moment steht, dann denke ich, können wir da ganz gut mit Leben und durchatmen. Immer wieder früh abgepfiffen, lässt den Bietighammer natürlich auch wenig Gelegenheit dazu, ihre Stärke auszuspielen. Ja, 7-Meter-Entscheidung kann ich nicht nachvollziehen. Das Foul geht in Ordnung, aber dann bei Toni Pütz da hinten war das für mich kein 7-Meter. Das war auch kein Foul mehr. Da hätte man sogar über Stürmerfoul nachdenken können. Weiß nicht, ob sie da vielleicht den Fuß noch bewegt hat. Also ich denke, da hätte man den Freiwurf zurücknehmen müssen auf die Position, wo der Vorteil gelaufen war. Das wäre in Ordnung gewesen. 7 Meter halte ich hier nicht für angebracht. Sarah Walzig in jedem Fall trifft sicher zum 4:3. Sieben Meter im Übrigen auch eine beliebte Torausbeute bei Bietigheim. In der vergangenen Partie gegen Oldenburg gab es ganze 10 7 Meter. 8 davon wurden verwandelt. Ordentliche, aber auch nicht überragende Quote. Und der ging doch merklich Richtung Gesicht. Ich will nicht sagen absichtlich, keine Frage. Aber da hat Tessa Cox in jedem Fall was Richtung Nase, Auge ins Gesicht halt bekommen. Wird jetzt behandelt. Eisbeutel will sie nicht. Also heute will da niemand so richtig medizinisch versorgt werden. Die wollen spielen. Und das ist genau die richtige Einstellung. Wir schauen so ein bisschen in die Gesichter der Mannschaft. Da kann man immer sehr viel ablesen, ob die Nervosität da ist. Und es war heute, glaube ich, eine große Befürchtung, dass die Mannschaft sehr nervös sein könnte. Und ob sie dem Druck standhalten kann. Aber das, was sie bis jetzt in den ersten 8 Minuten zeigt, lässt diese Angst erstmal nicht befürworten. Warum? Abgepfiffen. Wo waren da die Schritte? Ich habe sie nicht gesehen. Okay. Wäre nämlich eine schöne Lücke da gewesen für Jelena Popovic, sodass sie auch jetzt zu ihrem Tor kommen kann. Gegen Leverkusen hat sie so ein bisschen Ladehemmung. Und es war auch die Forderung von Thomas Happe. Das muss jetzt heute in der Partie besser werden. Also, wann kommt ihr erster Treffer?
In jedem Fall gutes Anspiel, böses Foul, denke ich. Also ich glaube, da sollte man eigentlich 2 Minuten schon geben. Nur gelbe Karte gegen den Neuzugang, den kroatischen Anita Pareka. Und der 7 Meter für Trier. Aber das war so von hinten da reingegangen, muss ich sagen, wären bei mir 2 Minuten gewesen. Sowas muss man von Anfang an unterbinden. Sonst holt einen das am Ende der Partie ein. Hoffen wir, dass es nicht so ist. Und hoffen wir, dass sich da niemand bei verletzt. Jelena Popovic, vielleicht kommt sie per 7 Meter zum ersten Tor. Wir hoffen es. Und so soll es sein. 5:3. Das war schon so ein Schussversuch, der so ein ganz kleines bisschen besser war. Und technischer Fehler abgepfiffen. Und Ballbesitz für die Mieze. 2 Tore Vorsprung für Trier. 10. Spielminute läuft und Trier in Ballbesitz und die Fans in der Arena. Es sind auf jeden Fall noch mal über 1000 Zuschauer. Wer hätte das ausgerechnet in dieser Partie gedacht? Ah, Toni Pütz hätte sie selber gehen können. Das Abspiel war nicht notwendig. Und im Gegenzug dann der Treffer durch Anita Pareka. Nicht unterkriegen lassen, Fehler passieren. Sie hätte es besser selber gemacht. Weiß sie mit Sicherheit jetzt auch. Aber man kann Fehler nicht rückgängig machen. Und wenn sie jetzt noch dran denkt, dann ist das falsch. Also, vergessen wir ihn mit. Weiter geht's. Und sie will ihn gut machen, das sieht man da auch schon. Jelena Popovic, ganz großes Kino. Schön durchgesetzt und dann auf den Fehler der Torfrau von Bietigheim, von Anja Friedrich gewartet. Denn die ist rausgekommen und das darf man natürlich auf keinen Fall machen, wenn die Gegenspielerin bedrängt ist in ihrer Aktion. Denn dann hat die eigentlich nur noch eine Chance und das ist ein Heber. Und wenn die Torfrau draußen ist, nimmt Jelena Popovic, die erfahrene Kraft im Team der Trierer Mietzen, das natürlich gerne an. Und so steht 6:4 und die Mietzen inzwischen schon wieder in Ballbesitz. Oh, Vorsicht. Auch knapp am Doppel. Ah, schade, Vorteil abgepfiffen. Dabei wäre der drin gewesen. Willem ein Karsten. Entschuldigung, der Trainer, pardon, der Schiedsrichter. Und weiter geht's. Toni Pütz mit dem Hammer über die Hüfte. 7:4. Der hat gesessen, aber so richtig. Und das sind genau die Dinger, die es braucht. Und auf der Gegenseite Anja Friedrich im Tor der Gäste nimmt sich die aktuellen Infos von ihrem Torwarttrainer, weiß, dass das im Moment gerade ein bisschen schwierig ist. Jetzt Tor für die Gäste. Das war eine Abstimmungsschwierigkeit da hinten. Das sah nicht gut aus. Jurgita Markevičiūtė.
Und die Mietzen mit Mut im Spiel, das wirkt gut. Und bis jetzt auch keine fahrlässig verworfenen Bälle vorne, die man einfach so wegpasst oder so. Das war auch ein Problem in der zweiten Halbzeit in Leverkusen. Also die Konzentration scheint da zu sein. Jetzt zwei Kreisläuferinnen mit Pütz, die an den Kreis gerutscht ist. Und jetzt Fuß abgepfiffen bekommt, aber kann sie nichts für, wurde sie angespielt. Ja, pfeift sehr, sehr früh ab. Also die Schiedsrichter sind bemüht, hier die Partie sehr, sehr ruhig zu halten. Ja, Bietigheim spielt sich den Ball munter hin und her. Bei den Mietzen muss Jelena Popovic wieder behandelt werden. An der linken Hand, wie es ausschaut. Anscheinend was drüber geflutscht und da muss sie, glaube ich, erstmal raus. Jawohl. Popovic kommt jetzt kurz mit raus. Und Katrin Schneider wird für sie aufs Feld kommen. Da ist sie mit der Nummer 9 im Trikot der Mietzen. Jetzt also in der Abwehr. Guter Pass, aber schlechte Ausbeute da auf der linken Außenbahn, geschossen von Sarah Walzig. Die einzige im Übrigen, die etatmäßige Linksaußenspielerin jetzt noch ist. Es hieß im Vorfeld, auch sie sei verletzt. Aber was man eben nicht so wirklich viel auf die Presseberichte im Vorfeld der Mannschaften geben darf, sieht man auch daran wieder. Also die Personaldecke bei Bietigheim nicht so dünn, wie man das da dem Gegner im Vorfeld über die Presse versucht hat zu glauben. Mein Carsten setzt sich da ganz gut gegen ihre beiden Gegenspielerinnen Linda Marke und Peter Markewitschute durch. Aber der Abschluss dann nicht mehr mit dem nötigen Dampf und wieder der Versuch von Toni Pütz da an der Hüfte entlang zu spielen mit dem Schlagwurf. Aber da bleibt sie hängen an Helena Frank und entsprechend dann auch der Ball irgendwo gelandet, nur nicht da, wo er hin soll. Zwei Tore Vorsprung. Es darf jetzt natürlich nicht dieser Schlendrian reinkommen. Es gab bislang, muss man ganz ehrlich zugestehen, keine Partie, in der die Mietzen ohne jede Schwächephase ausgekommen wären. Und jetzt Bietigheim doch sicherer im Umgang mit dem Ball. Und eine relativ leichte Kombination, die sie da spielen. Aber in diesem Fall dann doch sehr wirkungsvoll. Linda Mark mit ihrem zweiten Treffer. Und jetzt brauchen die Mietzen wieder ein Erfolgserlebnis. Letzter Trierer Treffer bereits 4 Minuten vorbei. Und das war das Tor von Antonia Pütz. Doch die hätte jetzt beinahe nur ihr zweites gemacht, stattdessen aber den 7 Meter rausgeholt und Torwartwechsel bei den Gästen. Die bislang glücklose Anja Friedrich wird ausgetauscht durch Natascha Schilk. Und antreten wird Katrin Schneider, eine sehr sichere 7 Meter Schützin. Und das stellt sie auch jetzt wieder unter Beweis. Damit die Führung ausgebaut auf 8:6. Zwei Tore weiterhin also
Schilk kommt wieder raus und Anja Friedrich zurück im Kasten. Alles beim Alten, also 8:6. 16. Spielminute, jetzt vorbei. Ordentliche Partie der Miezen bislang. Könnte vielleicht an der einen oder anderen Stelle jetzt sogar noch der eine oder andere Treffer mehr fallen. Technischer Fehler, wieder abgepfiffen bei Bietigheim. Das ist jetzt schon das zweite Mal. Also die leisten sich zu viele Probleme. Klasse gemacht von Katrin Schneider. Das sah für viele wahrscheinlich aus wie ein Doppelfehler, aber sie hat das genau richtig gemacht. Ganz schwer, diese Überzieher, den sie da fabriziert, den so sauber hinzubekommen, dass auch der letzte Schiedsrichter sieht, dass das kein Doppel ist. Also sehr, sehr stark, 9:6. Die Bietigheimer Fans, zahlreich vertreten, ein ganzer Bus mitgekommen. Ist ja auch nicht so weit, Bietigheim-Bissing. Aber der Ball geht wieder über die Latte und damit Ballbesitz für die Miezen. Und jetzt ist die Gelegenheit da, den Vorsprung auszubauen. Und das sollten sie jetzt nutzen. Arnoschauer auf der Mitte, Schneider jetzt. Ball ist nicht weg. Jelena Popovic kommt noch mal dran, aber die Verluste sollten sie möglichst vermeiden. Popovic, Schneider, sie kann schießen. Block war noch dran, Einwurf an der Ecke. Lücke war aber da, war richtig die Entscheidung, da durchzuziehen. Hätte sie fast noch ein bisschen entschlossener machen können, dann wäre es noch ein bisschen schneller gegangen. Popovic, das sieht so einfach aus. Schön Druck gemacht von Jana Arnoschauer über die Außenbahn. Und dann war die Abwehr gebunden auf der Außen- und der Halbposition. Und Jelena Popovic ist niemand entgegengetreten, also ist sie gestiegen und hat geschossen gegen eine weiterhin schwach haltende Anja Friedrich im Tor der Gäste. Megan Ballet auf der rechten Außenbahn in der Trierer Abwehr. Genau genommen natürlich linke. Man betrachtet das ja immer aus der Angriffsperspektive. Und den 7 Meter wird Sarah Walzig ausführen gegen Dani Vogt. Vielleicht kann sie ja mal einen rausreißen. Bleibt hinten auf der Linie. Und jawohl! Schwach geschossen, ganz schwach geschossen von Sarah Walzig. Die Platzierung war nicht schlecht, aber ging einfach zu Lasten des Tempos. Ein Jawohl! Wille mein Carsten! Und jetzt die Auszeit genommen von Gästetrainer Severin Engelmann. Der muss sich jetzt mit seiner Mannschaft besprechen. Es ist natürlich, wenn man in diesem Abstiegsspiel mit 5 Toren hinten liegt, 11:6, ganz dringend Zeit, mit seiner Mannschaft zu sprechen. Thomas Happe wirkt recht ruhig, hat seine Details, die er jetzt mitzuteilen hat. Und das ist immer wichtig. Insgesamt muss man wirklich anerkennen, diese gute Viertelstunde jetzt hier war ganz, ganz hervorragend gespielt von der Trierer Mannschaft. Und mit einer solchen Leistung, mit einem solchen Selbstvertrauen und eben auch mit einer solchen Konstanz, da hätten sie wahrscheinlich auch in manch anderem Spiel deutlich bessere Karten gehabt und vielleicht den einen oder anderen Punkt genommen. Aber diese Phasen gab es ja, nur leider nicht über 60 Minuten hinweg. Und so hoffen wir, dass die Fahne jetzt hier auch zurecht weht nach
ja, nicht mal 20 gespielten Minuten. Es ist erst ein Drittel der Partie vorbei und es darf kein Einbruch kommen. Sie müssen dieses Tempo und diese Selbstsicherheit durchhalten. Aber Bietigheim scheint heute, und das muss man ganz klar sagen, absolut schlagbar. Und diesen Jackpot sollte sich die Trierer Mannschaft nicht nehmen lassen. Ja, Einwurf für die Gäste. Tessa Cox war mit dem Knie noch mal dran. Und das war aber mal eine gute Parade von Dani Vogt. Hat sie sich mal richtig lang gemacht. Gute Reflex, auch wenn es den 7 Meter dann gibt. Der war gut und geht absolut in die richtige Richtung. Wir haben ja so ein bisschen diese Torwartkritik vorhin schon mal angesprochen. Es ist in so einem Spiel die Chance, Selbstvertrauen zu tanken und auch Vertrauen der Mannschaft in einen selber. Und ganz, ganz viel hängt damit zusammen. Wenn sie jetzt noch einen 7 Meter rausholt, wäre es natürlich toll. Ja, fast, aber der war nicht gerade sicher, aber interessant geschossen, sagen wir es so. Lana Holder, die hat auch in der Partie gegen Oldenburg alle 7 Meter geworfen. Will nicht sagen, alle getroffen. 2 gingen daneben. Aber nichtsdestoweniger schon eine ganz gute Quote. Ja, und Tessa Cox, wenn sie so viel Platz hat am Kreis, wenn man sie so alleine lässt und in dieser Situation dann ihre Gegenspielerin Jenny Karolius sich mehr auf dem Boden als in der Abwehr betätigt, dann ist das natürlich eine recht einfache Sache. 12:7. Wobei man auch sagen muss, Karolius auch verletzt eigentlich. Also Bietigheim, zumindest nach dem, was sie selber publizieren, doch geschwächt, auch wenn einige Spielerinnen hier trotzdem spielen können und man jetzt optisch mal keine Probleme sieht. Der ging an den Pfosten. Weiß nicht, ob Dani Vogt dran war. Sie schaut so glücklich, als wäre es der Fall gewesen. Insofern gönnen wir ihn den. Ja, da sind riesen Lücken jetzt in der Abwehr. Und das war ein bisschen überhastet abgezogen. Hätte man auch den Weg einfach zum Tor suchen können, denn da war ja Platz. Aber es ist auch toll, wenn sie diesen Mut zeigen, abzuschließen. Es ist von oben ganz oft viel leichter, diese Szenerie zu beurteilen. Und Tessa Cox, sie hat jetzt doch noch mal richtig Spaß. Ja, Menschenskinder, die führen mit 6. Und da darf sie auch Spaß haben. Und wenn sie Spaß am Spiel haben, dann können sie vielleicht auch einen ganz anderen Sport zeigen, als das, was teilweise eben auch schon verkrampft wirkte in anderen Partien. Und davon ist bislang keine Spur zu sehen. Schön verteidigt von Trier. Passives Spiel läuft. Das heißt, sie müssen jetzt direkt abschießen und jawohl, Dani Vogt ist dran. Und der nächste Treffer. Viertes Tor für sie, Tessa Cox. Und wieder im Angriff. Megan Vallée kommt jetzt raus. Für sie kommt mit der Nummer 22 Eva Lennertz. Das heißt, jetzt schon die Gelegenheit nutzen und ein bisschen die Stammkräfte
ausruhen lassen. Finger der Abwehr waren noch dran. Insofern sah es auf den ersten Blick ein bisschen komisch aus. Und auch der sitzt. 15:8, 7 Tore Vorsprung. Das ist auch nochmal richtig Grund zur Freude. Ja. Und da hat, glaube ich, Jana Arnuschowa ganz schön zugepackt. Das sah nicht so arg aus auf den ersten Blick gegen Sarah Walzig, aber die trudelte mir da schon ganz schön durch die Luft. Das macht sie nicht absichtlich. Und kein Gegentor mehr. Jetzt seit einiger Zeit. Wir schauen mal in die Liste hinein. Gut, klar, das 14:8 eben in der 23. Minute vor 2 Minuten. Aber davor ist dann auch schon wieder 3 Minuten her gewesen. Also seit 5 Minuten nur ein Tor der Gäste. Die Miezen haben die Partie jetzt hier im Moment ganz klar in der Hand. Freiwurf für Trier. Und das 15:9 am Scheitel vorbeigezogen von Dani Vogt. Sarah Walzig, natürlich eine ganz erfahrene Kraft mit einem großen Namen. 4 Minuten, naja, 3,5 noch in der ersten Halbzeit zu spielen. Jetzt darf man sich keine Nachlässigkeiten erlauben. Trotz des Puffers, den man jetzt natürlich hat. Sondern muss am Spaß des Spiels weiter partizipieren. Passives Spiel wird jetzt gefordert. Gegen Trier kommt jetzt auch. Ah, Ball wäre da beinahe bei Tessa Cox gewesen. Als wären sie ein bisschen lahm in ihrer Reaktion. Dani Vogt hat aufgepasst. Wie auch Jana Arnuschowa, die waren hinten und haben den Ball zurückgeholt. 15:9. Das sollte jetzt doch noch mal ein Tor geben. Kate Schneider geht raus und Antonia Pütz kommt jetzt wieder als Spielmacherin zurück aufs Feld. Wahrscheinlich auch perspektivisch gesehen jetzt für die zweite Halbzeit, dass sie wieder ins Spiel kommt. Schrittfehler abgepfiffen. Jelena Popovic konnte nicht so schnell mitzählen, kann sein. Angeschrien hat es mich aber jetzt auch nicht. Willemijn Karsten mit viel Glück gegen Anja Friedrich, die heute wirklich einen rabenschwarzen Tag hat. Etwa so schwarz wie ihr Shirt. Aber sie wird natürlich auch alleine gelassen von der Abwehr ihres Blocks. 16:9, wieder 7 Tore Vorsprung.
Thomas Happe ist im Detail immer noch unzufrieden. Natürlich auch besonders unzufrieden mit der 7-Meter-Entscheidung. Kann man als Trainer nachvollziehen. Lana Holder wieder. Ah, und das gleiche Eck. Beinahe hätte Dani Vogt den gehabt. 16:10. Ja, jetzt fehlt so der Druck in der letzten Minute. Also da wünscht man sich jetzt ein bisschen mehr Agilität. Nicht Nervosität, aber doch Agilität. Das Ganze droht jetzt so ein bisschen einzuschlafen. Aber ist auch bei dem Spielstand nicht zu uns. Ein Tor soll noch her. Knapp 30 Sekunden noch. Auszeit genommen, Thomas Happe, sehr clever. Jetzt natürlich die Gelegenheit, noch mal eine konkrete Sache zu besprechen und noch mal einen konkreten Ablauf festzulegen, wie es denn dann gleich in den letzten 30 Sekunden, die Mietze mit Sicherheit nicht mehr runterspielen können werden, ganz klar. Aber wie man da vorgeht. Die Schiedsrichter bislang ja unauffällig. Viele Pfiffe haben wir gesehen, insbesondere in der Trierer Abwehr. Damit kam Bietigheim nicht so wirklich dazu, den Ball laufen zu lassen. Das hat dann in der Folge etwas besser geklappt. So, und da laufen sie, die letzten 30 Sekunden in der ersten Halbzeit. Trier gegen Bietigheim, das Duell der beiden Tabellenletzten. Bislang ist es ein Duell, das nicht gerade von Chancengleichheit geprägt wird. Im Moment die Mietzen, klar die bestimmende Kraft, 16:10, aber das müssen sie durchziehen. Noch 3 Sekunden. Arno Schauer, es gibt nur noch einen Freiwurf, den können sie noch direkt ausführen. Aber von der Position wenig Chance auf Erfolg. Jelena Popovic wird es versuchen gegen den Block von 6 Damen. Bei der SG BBM. Oh ja, und er kam zumindest bis zur Torfrau durch und da hat Anja Friedrich dann auch mal einen gehalten. 16:10, der Pausenstand in der Arena Trier. Eine sehr erfreuliche erste Halbzeit. Und wir sind gespannt, ob es in Halbzeit Nummer 2 genauso weitergeht. Und wir sind gleich wieder für Sie da. Und weiter geht's eben in dieser zweiten Halbzeit. Jetzt, in der es für die Mietze gilt, die aktuelle 6-Tore-Führung, die sie aus der ersten Halbzeit mitgenommen haben, zu verteidigen und nach Möglichkeit auch auszubauen. Wie geht das? Naja, indem sie mit dem gleichen Spaß und der gleichen Freude und der gleichen Selbstsicherheit wie in Halbzeit 1 antreten. Und Toni Pütz hat das gerade sehr gut vorgemacht, auch wenn sie da ein bisschen zu weit gelaufen ist und den Kreis berührt hat. Damit also Ballverlust. Und Dani Vogt mit der ersten Parade in der zweiten Halbzeit. Konnte in der Halbzeit gerade noch kurz mit ihrem Lebensgefährten sprechen. Ebenfalls ein Torhüter. Gleiches Muster also wie sie. Und er sagte, naja, ist doch super. Wenn die Freundin gut hält, dann geht es mir gut. Und da, denke ich, hat er heute ganz gute Karten, dass es ihm gut geht. Erstes Tor für die Mietzen in der zweiten Halbzeit. Auch schon gefallen. Also das geht hier direkt mal Schlag auf Schlag. 17:10. Der neue Zwischenstand in der Arena. Jana Arnoschauer mit ein bisschen Kleinarbeit gegen
Renate Knežević mit der 3, eine der beiden kroatischen Neuzugänge. Wir haben es zu Beginn der Partie schon mal erwähnt. Ja, Stürmerfoul gegen Popovic. Stattdessen gibt es den 7 Meter und 2 Minuten gegen Willemijn Karsten. Also Popovic hat den Fehler gemacht und hat da ein bisschen einen Schritt zurück gewagt. Damit hat sich bewegt, wenn man so will. Wir werden nicht ganz clever. Ich denke, das sagt ihr jetzt auch gerade Tessa Cox nochmal. Und Anamons jetzt im Kasten für Trier während dieses 7 Meters, konnte den Ball aber nicht halten. Lana Holder auch mit dem dritten 7 Meter erfolgreich. 17 zu 11, der neue Spielstand. Jetzt aber einer dieser Ballverluste aus der Kategorie, das soll nicht sein, das muss nicht sein. Bis das darf nicht sein, zumindest nicht, wenn es ein zweites Mal passiert. Und das war ja genau das Problem dann auch in Leverkusen. Zweite Halbzeit beginnt und die Mietzen haben durch Unkonzentriertheiten 4 Tore kassiert, ohne ein einziges zu erzielen. Und wenn man dann schon mit 3 Toren Rückstand in die Pause geht, dann ist so eine Partie einfach gelaufen zu diesem Zeitpunkt. Harte Verteidigung da von den Mietzen, die jetzt natürlich in Unterzahl viel schieben müssen. Eine Frau weniger macht da eine ganze Menge aus. Da geben gleich ganz andere Lücken sich preis, wobei die Lücke da hausgemacht war zwischen Jelena Popovic und Tessa Cox. Das war eine Abstimmungsschwäche, das war nix. Also die 3 Minuten hier, die haken wir jetzt mal ab und hoffen, dass sie jetzt nicht das Syndrom für die gesamte zweite Halbzeit werden sollten. Wirkt jetzt gerade ein bisschen hilflos. Jana Arnoschoffer beißt sich da fest bei Lana Holder. Ja, jetzt wäre der Platz da gewesen, aber war doch festgemacht von Helena Frank mit der 2 im roten Trikot für die Gäste der SG BBM Bietigheim. Ja, geht jetzt sehr, sehr früh ran an die Gegenspielerin. Zeit ist natürlich auch für die Mietzen jetzt mitgelaufen. Sind jetzt wieder vollzählig, aber dafür passives Spiel oben. Ball weg, passives Spiel abgepfiffen. Aber der Ball landet auch nicht im Ziel. Nein, 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 nein. Aber Einwurf gab es daher. Der Ball besitzt noch bei den Gästen. Die Unruhe muss jetzt wieder raus aus dem Spiel, ganz dringend. Denn das verunsichert und da ist die Mannschaft leider verletzlich. Verunsicherung, das kann sie gar nicht ab. Das haben wir in dieser Saison zur Genüte erlebt. Balzig. Frank steigt hoch. Und Dani Vogt fischt den raus. Also Stimmung wirklich gut, 1200 Zuschauer gut in der Arena. Also das eine Rekordzuschauerzahl für dieses Jahr. Und das ist wirklich ein ganz klares Zeichen, dass sich Trier und dass sich die Fans hier in Trier zu den Mietzen bekennen und sagen, die Mietzen gehören zu Trier und wir brauchen sie in der ersten Bundesliga. Und die Mannschaft kann das in der ersten Halbzeit zumindest schon mal zurückzahlen. Jetzt diese 5,5 Minuten in Halbzeit 2. Die laufen nicht rund, muss man ganz klar so sagen. 2 Tore herangekommen, die Gäste. Und wenn Bietigheim ein bisschen besser agieren würde und Dani Vogt nicht jetzt schon 2 Bälle gehalten hätte, dann hätte das hier schon relativ schwarz werden können zu Beginn der zweiten Hälfte. Jetzt nochmal eine Angriffssituation für die Mietzen in voller
Anzahl an Spielerinnen. Gut gespielt. Aber den muss Jana Arnoschowa machen. Den muss sie einfach machen. Und da muss sie einfach mal den Heber sein lassen und den mal richtig der Torfrau um die Ohren hauen. Aber es sieht jetzt noch nicht so aus, dass die Mannschaft in einer Art Resignation fällt. Dazu ist Gott sei Dank der Vorsprung groß genug. Aber die müssen jetzt wieder in die Abteilung Spaß zurückfinden. Mit Judith Derbach mit der 19 hier auf der Halbrechtsposition. Auch eine junge Spielerin jetzt auf dem Spielfeld. Ball an den Pfosten und Derbach bekommt ihn an den Fuß. Ballbesitz für die Gäste. Das schnelle Ausführen war nicht gewollt oder nicht akzeptiert von den Schiedsrichtern. Also, 23 Minuten trennen die Miezen vom ersten Heimsieg dieser Saison und dem erst zweiten überhaupt. Und Bietigheim wäre damit weiterhin der einzige Gegner, den die Miezen geschlagen haben. Das heißt, bei aller Euphorie, die wir jetzt angesichts dieses Spielstandes hier entwickeln, muss man auch immer noch mal realistisch bleiben und sagen, okay, es sind immer noch 3 Punkte Rückstand dann auf einen Nicht-Abstiegsplatz. Aber der richtige Schritt wäre gemacht und das Zeichen, was hier Zuschauer und auch Mannschaft heute setzen, das ist ganz toll und ganz wichtig. Megan Vallée, da war der Heber zwar angebracht, aber ganz, ganz knapp leider nur an den Pfosten und raus. Bietigheim jetzt mit dem Gegenstoß. Erste Welle abgebrochen. Wechsel. Makevičiūtė geht raus für den Angriff und Barbara Breska kommt auf der Halbrechtsposition jetzt am Ball. Auf der Mitte Lana Holder, wie gesagt die 7-Meter-Schützin und Helene Frank. Da. Und jetzt Jana Arnoschowa mit der Chance, den Fehler von eben gut zu machen. Zwar wieder mit dem Heber, aber der war auch sehr einfach gegen eine, naja, nicht gerade sehr mobile Natascha Schilk im Tor der Gäste. Jetzt seit ein paar Minuten sie hier auf der Platte. 18 zu 13, zweites Tor in den letzten 8 Minuten. Freiwurf nochmal gegeben für Bietigheim. Aber die Miezen haben jetzt da in der Abwehr schon ein bisschen flexibler, ein bisschen agiler gearbeitet. Und jetzt der Fehler der Gäste. Und es gibt 2 Minuten. Richtige Entscheidung gegen Helene Frank. Das war nur nachgehakt. Da war der Ball weg. Aber wenn man das macht, ist ganz klar. Thomas Appa hatte einmal laut aufgeschrien. Die Fans kamen mit. Und Schiedsrichter Christian Moles hat da im Nachhinein ganz beruhigend gesagt, ja, ja, ich habe es ja gesehen, aber ich wollte euch ja den Vorteil nicht wegpfeifen. Insofern kein Grund zur Aufregung. So, jetzt scheint die Schwächephase überwunden, oder? Nächster Angriff. Überzahl jetzt für die Miezen. Toni Pütz mit Platz und durch die Beine von eben dieser Natascha Schilk. 19 zu 13, wieder 6 Tore Vorsprung. Toni Pütz da etwas unsanft zu Fall gekommen, war aber auch ein Stürmerfoul. Machen Sie es mit Stürmerfoul oder mit Abwurf weiter? Na, mit Abwurf, okay. 20 Minuten und 30 Sekunden in diesem Moment noch zu spielen. Da kann also noch eine ganze Menge passieren. Aber das Gleis, auf dem sich die Miezen bewegen, führt wieder in die richtige Richtung. Nachdem es jetzt fast 10 Minuten lang so ein bisschen darum ging, welche Weiche man jetzt wie rumstellt.
Und der ging ins Gesicht, ganz klar, das müssen 2 Minuten sein gegen Jogilta Markevičiūtė. Und damit jetzt kurzfristig 6-4 auf dem Feld. Und da müsste der 20. Treffer doch recht einfach fallen, oder? Sieben Meter und... Naja, ich glaube, dass da jetzt keine Strafe kam, hat auch so ein bisschen was mit der aktuellen Zahl an Spielerinnen auf dem Feld zu tun. Wären da 6 gestanden, denke ich, hätte es an der Stelle doch wahrscheinlich eine progressive Strafe gegeben. So gibt es nur den 7 Meter, den Jelena Popovic ausführen wird. Das hat sie auch schon beim ersten getan, den hat sie getroffen. Aber erstaunlich, Natascha Schilk reißt das Bein ganz nach oben. Und da hat es wohl auch Jelena Popovic nicht erwartet. Und somit der erste verschossene 7 Meter für die Miezen in diesem Spiel. Naja, so die ganz klare, ganz sichere Parade ist das nicht. Aber wenn Dani Vogt an der Stelle lacht, dann lachen wir gerne mit. Und bei Heber geht es eben doch manchmal. Und wer ein bisschen Geduld hat, der kommt zum Erfolg. Tessa Cox, 20-13, da ist der 20. Treffer nach 41 gespielten Minuten in der Arena Trier vor 1200 Zuschauern. Für alle, die ein bisschen später hinzugekommen sind, Trier gegen Bietigheim. Die Partie des Vorletzten gegen den Letzten. Es geht hier ganz klar um den Klassenerhalt für beide Mannschaften. Und Trier hier im Moment mit 7 Toren in Führung, noch 20 Minuten knapp zu spielen. Jetzt aber die Gäste mit dem Anschluss. Lana Holder entwickelt sich hier wieder zur besten Torschützin. 4. Tor für sie, insgesamt allerdings auch 3 vom 7-Meter-Strich für die Gäste. Auf Trierer Seite am erfolgreichsten Tessa Cox mit 6 und dann Jelena Popovic mit 4. Toni Pütz jetzt wieder runter auf der Mitte, Katrin Schneider, Willemijn Karsten auf halb links und das müssen 2 Minuten und ein 7 Meter sein. Also was, da haben sie die Augen aber sowas von zugemacht, das ist richtig gefährlich gewesen. Das sind diese kleinen Schubser in der Luft gegen die Hüfte, das hätte ganz böse ausgehen können und Jelena Popovic hatte da wirklich im Flug eine ganze Menge zu tun, um hier den absoluten Absturz zu verhindern. Sie hat das noch sehr, sehr athletisch abgefedert. Aber wenn man da ein ganz kleines bisschen mehr geschoben wird, dann sieht es richtig, richtig böse aus. Also da hätten unbedingt die 2 Minuten kommen müssen. Für mich nicht verständlich, wie man sowas einfach übersehen kann. Das darf nicht sein. Das sind wirklich die Sachen, die auch in den Schiedsrichterfortbildungen des DHB ganz, ganz stark immer wieder betont werden. Solche Aktionen, die nur gegen den Körper gerichtet sind und die Stabilität in der Luft beeinflussen, die müssen gegebenenfalls sogar mit Rot bestraft werden. 21-14. Katrin Schneider, Tor Nummer 3 bereits für sie. Lana Holder schiebt den Ball hinein, Dani Vogt berührt ihn, aber das war das, was ich eben in dieser Parade gemeint habe. Da fehlte noch so ein bisschen der Druck hinterm Körper, diese Bewegung nach vorne, weil dann hätte sie den mit Sicherheit auch weggeschlagen. Also Torwarttrainer neigen immer dazu zu sagen, hau die Pille weg, möglichst über den Mittelkreis. Weil dann ist einfach der nötige Druck dahinter, wenn man den Ball berührt und dann gehen solche Dinger meistens nicht rein. Willemijn Karsten wirft sich relativ nutzlos, aber sehr spektakulär den Ball hinterher. Zeigt auf jeden Fall schon mal massiven Einsatz. Aber auch nichts zu verkennen. Gutes Gegentor erzielt durch Jogilta Markevičiūtė, die ja wieder nach ihrer 2 Minuten Strafe aus dem Feld zurück ist. Und damit 21-16. Auch
den Abstand von 7 wieder auf 5 Tore verkürzt. Also das Spiel hier ist noch lange nicht nach Hause gefahren, der Drops noch lange nicht gelutscht, um damit auch das schlechteste Bild für die aktuelle Situation zu zeigen. Aber ganz schlecht einfach im Kasten von Natascha Schild. So kann man keinen Ball halten. Jelena Popovic bedankt sich. Der war erst reingehalten. Dani Vogt. Zu 16, 6 Tore Vorsprung, Mietzen den Ballbesitz. Und der Januar bietet noch mehr Möglichkeiten. Ein ganz, ganz wichtiger Monat für die Mietze. 2 Minuten. Jetzt gibt es sie gegen Helena Frank. Die hatte ja eben schon mal eine Zeitstrafe. Und diesmal ging es wieder ins Gesicht. Entsprechend abermals. Es gibt 7 Meter oder Freiwurf. Da sind sich die Schiedsrichter selber noch nicht ganz einig. Ah, und das waren sogar schon ihre dritten 2 Minuten. Die ersten haben wir noch unterschlagen aus Halbzeit Nummer 1. Insofern ist Schluss für sie, Helena Frank. Und es gibt 7 Meter dann auch für die Mietzen. Katrin Schneider, die hat es abbekommen. Die freut sich natürlich auch über die 2 Minuten, aber ich denke, könnte die Schmerzen auch gerne sicher sparen. Und es gibt doch keinen 7 Meter, es gibt doch nur Freiburg für Trier. Von der Partie Göppingen gegen Sindelfingen gibt es leider im Moment keine Daten. Das ist für Trier ja auch eine ganz wichtige Partie. Ob Sindelfingen oder Göppingen an dieser Stelle gewinnt. Wenn Göppingen es schaffen sollte, gegen Sindelfingen zu siegen, was nicht ganz unmöglich erscheint, angesichts der Tatsache, dass Maren Baumbach derzeit verletzt ist am Fuß und auch sie gegen Trier dann am 23. Januar nicht antreten können wird. Also erhofft sich Trier dann natürlich auch eine bessere Chance, da 2 Punkte mitzunehmen. Aber wenn Göppingen siegt, naja, dann war der Sieg heute zwar schon viel wert, aber punktemäßig am Schluss dann doch nicht so viel. Zweites Mal, dass jetzt hier die Uhr abgepfiffen wird. Das sollte nicht sein, aber sie hauen den Ball an die Latte. Und die Hand geht ins Gesicht und da gibt es nun ja, eigentlich kein Wenn oder Aber, sondern da gibt es eigentlich nur eine Strafe. Sie steckt weg. Tessa Cox. Wilhelmine Carsten schön durchgeflogen, aber ein bisschen vorbei an der Achse und deswegen auch den Ball entsprechend daneben gelegt. Ja, und der Dreher. Also da hat Sarah Walzig sehr, sehr, sehr optimistisch den Dreher angesetzt. Und das ringt dann auch bei den Trierer Zuschauern ein bisschen ein Lächeln einmal ab. Der war schön gespielt. Megan Ballet über den Scheitel gezogen. Natascha Schilk. Und die Auszeit wieder genommen von Severin Engelmann
dem Gästetrainer aus Bietigheim. Es sind noch 12 Minuten gut zu spielen. Bietigheim liegt jetzt mit 7 Toren im Hintertreffen wieder. Hatten zwischenzeitlich die Möglichkeit gehabt, ranzukommen, haben das aber nicht genutzt. Und Trier konnte damit den Vorsprung wieder auf 7 Tore ausbauen. Wir erinnern uns, da war er schon mal. Und jetzt geht es mit Sicherheit darum, auch fürs Torverhältnis hier nochmal nachzulegen. Wenn dem denn so bliebe, wäre Trier immer noch Vorletzter. Daran wird sich am heutigen Tage nichts ändern können. Denn die Mietzen, wie gesagt, mit 5 Toren Rückstand auf Göppingen derzeit doch etwas abgeschlagen. Aber Trier dann mit 4 Punkten vor Bietigheim mit 1 Zähler. Da wäre also ein bisschen Luft, zumindest hinsichtlich des letzten Platzes schon einmal. Was Göppingen angeht, die liegen wie gesagt mit 7 Punkten zurzeit dort. Und vorausgesetzt, sie siegen nicht gegen Sindelfingen, dann bleiben sie auch dort. Sonst Trier hätte nur noch 3 Punkte Rückstand. Und Göppingen auch einer der Gegner, gegen den die Mietzen in diesem Monat noch im direkten Duell spielen werden. Also von daher gibt es viele Möglichkeiten für Trier. Erstmal wartet am kommenden Mittwoch, 5. Januar, der HC Leipzig in der Arena Leipzig. Da wird es wahrscheinlich nichts zu reißen geben für Trier. Genauso wie am 15. Januar gegen den Thüringer HC. Also 2 Spiele gegen absolute Top-Teams, gegen die beiden besten Mannschaften, die es im Moment in Deutschland gibt. Insofern, dass dann wahrscheinlich keine Orte zum Punkte sammeln. Aber am 23. Januar, wie gesagt, wird es dann nochmal ernst zu Hause gegen Sindelfingen. Sindelfingen schon, naja, ein wenig besser zurzeit, aber mit dem Ausfall von Maren Baumbach. Vielleicht ist da ja was zu reißen und ganz wichtig wird es dann eben nochmal gegen Frischhoff Göppingen am 30. Januar, dann allerdings auswärts in Göppingen. Jetzt gibt es 2 Minuten gegen Megan Vallée. Papa, war natürlich Eva Lennartz. Wieder aber auch direkt Bescheid. 7 Meter für die Gäste. Die Möglichkeit für Lana Holder im 4. 7 Meter, zu dem sie jetzt antritt. Gerade mal 19 Jahre ist sie jung. Hier auf 6 Tore zu verkürzen. Aber da gibt es ja noch eine Dani Vogt, die sich heute rehabilitiert hat von allen Kritiken, die man ihr so in der Saison entgegenbringen konnte. Heute wesentlichen Anteil auch daran, dass es in dieser Partie hier rund läuft für die Mietzen, abgesehen eben von den ersten 10 Minuten in der zweiten Halbzeit. Na, Jelena Popovic bekommt da Schritte abgepfiffen. Und dann sind das aber auch Schritte, richtig. Das ist eine Konsequenz. Sarah Walzig beim 5. ist dann mal Schluss. Da lacht auch Thomas Happe. Hätten sie sich eigentlich den für vorher auch sparen können, dann hätten sie es gleich gelassen. Nein, natürlich nicht. Also man merkt schon, wie viel Druck da jetzt von der Mannschaft abfällt. Bei Thomas Happe ist es noch ein bisschen dezent wahrzunehmen. Aber es ist wahrzunehmen, wenn man ihn kennt und weiß, wie er in so einer Partie mitfühlt, mitlebt. Dann ist der Blick in sein Gesicht jetzt schon einiges wert. Und er setzt sich jetzt auch wieder auf die Tribüne. Will das Ganze mit ein bisschen Abstand auch betrachten, der Mannschaft nicht zu viel Präsenz zeigen. Sie ist schon sehr eigenverantwortlich. Und davon lebt sie auch. Oh, kein Freiwurf. Die ganze Halle war ruhig und wollte eigentlich Platz machen für den Pfiff der Schiedsrichter. Der kam nicht. Weiter geht's. Ballbesitz Bietigheim. Und diesmal treffen sie vom Kreis erfolgreich Jenny Karolius. 3. Tor für sie. Damit knabbert sie sich ran an die beiden besten Torschützinnen ihres Teams. Sarah Walzig und Lana
Holder jeweils mit 4. Bei Trier immer noch beste Torschützin, allerdings in der zweiten Halbzeit nicht mehr erfolgreich. Tessa Cox mit 6 Toren, gefolgt von Jelena Popovic mit 5. Und dann Katrin Schneider und Willemijn Karsten jeweils mit 3. Den Pfosten, schade. Ah, Willemijn Karsten. Fast hätte sie den noch erreicht. 6 Tore Vorsprung. Und jetzt aber Megan Vallée, diesmal stimmt's. Kann sie prellen? Jawohl, das kann sie. Und sie kann auch schießen. Erstes Tor für sie am heutigen Abend. 24:17, damit wieder 7 Tore Vorsprung für die Gastgeberinnen in den blauen Trikots. Und man sieht, wie improvisiert manches auch noch bei den Gästen ist. Wir schauen auf das Trikot der Dame mit der Nummer 3 und sehen da, wo bei allen anderen der Name prangt. Da hat er es bei ihr noch nicht hingeschafft. Kurz vor Weihnachten kam sie, Renate Knezevic. Und Aneta Pereika mit der 55 bedeutet das Gleiche für sie. Aber ihr Trikot, naja, da scheint der Satz dann doch noch nicht fertig zu sein. Aber das wird sich mit Sicherheit auch noch geben. Sieben Minuten noch, 7 Tore Vorsprung. Das sind die goldenen Zahlen dieser Partie jetzt. Und Willemijn Karsten haut noch mal einen mächtig unter die Latte. Mit so viel Dampf, da lässt sich's gut treffen, ganz klar. Und eine Trierer Tageszeitung hat genau ausgerechnet im Vorfeld und hat gesagt, 293, wenn ich mich richtig erinnere, Tage ist der letzte Heimsieg der Mietzen her. Das ist natürlich alles ein bisschen verzerrt, wenn man bedenkt, dass da ja, 3-4 Monate zwischendrin Pause sind. Aber nichtsdestotrotz, Fakt ist, den letzten Sieg in der Arena konnte man eben vor fast jetzt einem Jahr bejubeln. Und umso schöner wird das heute sein für die 1200 Fans in der Arena Trier. Hier und heute, hier und jetzt sollte der Sieg hier, hier und heute, hier und jetzt ist er erreicht. 5,5 Minuten trennt die Mannschaft noch vom Feiern. Und ein neues Jahr ist immer auch die Chance für gute Vorsätze. Meistens hält man sie nicht ein und mit Sicherheit werden sich die Mietzen gute Vorsätze gemacht haben und mit Sicherheit werden sie die auch nicht immer einhalten können. So viel steht jetzt schon fest, aber es ist der richtige Anfang, wenn man in einem so wichtigen Spiel dann auch entsprechend den Sieg mitnimmt. Bietigheim war heute kein starker Gegner, aber war auch kein Sparringspartner. Das sollte man sich auch nicht einreden lassen. Dennoch, es warten schwere Aufgaben auf die Mietzen. Und es ist erst der Anfang eines langen, langen Abstiegskampfes, der ihnen bevorsteht. Und alle Spekulationen, ob irgendwelche anderen Teams nun pleite gehen und damit die Mietzen auch als Vorletzter in der Liga bleiben würden, all das ist vollkommen ohne Belang für eine echte Sportlerin. Und eine dieser Sportlerinnen muss jetzt das Feld wieder verlassen. Und diesmal ist es Megan Vallée. Also kein Versprecher. 2 Minuten für sie.
26 zu 18 der Spielstand. Aber langfristig, und das ist auch klar, oder besser gesagt sogar mittelfristig, hat der Bundesliga-Handball in Trier nur eine Chance, wenn er finanzkräftige Unterstützer weiter findet. Und nur dann wird man auf Dauer hier in der Arena solchen Sport geboten bekommen. Und dann, je nachdem wie gut die finanzielle Ausstattung ist, auch wieder ganz oben mitspielen können. Im Moment befindet sich die ganze Liga in einer finanziellen Krise. Bei einem Verein nach dem anderen drohen die Lichter auszugehen. Es ist unheimlich schwer geworden, Frauenhandball zu finanzieren in Zeiten, in denen das Geld ein bisschen knapper gesteckt hat. Und jetzt, da die wirtschaftliche Situation sich wieder erholt, ist es ein ganz neuer Beginn. Und jeder Sponsor muss wieder ganz neu mit ins Boot genommen werden. Und es ist wichtig, dass auch die Sponsoren in und um Trier sich zu den Mietzen bekennen. Und dazu gehört eben auch eine entsprechende finanzielle Unterstützung. Und ich glaube, es lohnt sich, hier hinein zu investieren. Und deswegen hoffen alle hier im Verein darauf, dass mittel- und langfristig der Sport hier gesichert werden kann. Und dann hoffentlich auch als Erstliga-Betrieb. Und dazu ist jetzt heute der erste sportliche Schritt erfolgt. 27 zu 19 prangt es auf der Anzeigetafel. Es sind 2 Punkte gegen den Abstieg. Parade von Dani Vogt, sie mit Sicherheit eine der Gewinnerinnen dieses Spiels heute hier, hat zahlreiche Paraden gehabt und hat sich damit so gut präsentiert, dass das wirklich ein großer Schritt nach vorne ist. Und wir können hoffen, dass die Mannschaft viel Vertrauen aus dieser Partie heraus schöpft. Antonia Pütz, es ist nicht ihr erstes Tor. Es ist bereits Treffer Nummer 3 und vor allem das erste war unglaublich spektakulär. Aber der hat sich auch nochmal eingereiht. Auch das ein guter Schuss. Und man sieht in solchen Momenten welches Potenzial einfach auch in der Mannschaft steckt. Und oft sind es wohl auch einfach die Köpfe, die dann an entscheidenden Situationen nicht mitmachen. Und gegen einen starken Gegner dann auch irgendwann die Beine nicht mehr. Eben, wenn man eine erste 7 hat. Und dahinter auch sehr talentierte Spielerinnen mit viel Potenzial, die aber einfach auch ihre Zeit brauchen, die einfach auch noch ihre Erfahrungen sammeln müssen. Eine davon mit Sicherheit auch jetzt auf der Platte, auch halb links mit der Nummer 18, Katrin Pfeil. Und Arno Schauer jetzt auch mit ihrem zweiten Tor. Und Dani Vogt mit der nächsten Parade. Also die letzte Minute läuft in der Arena Trier. Und das war das richtige Geschenk zum Neujahr. Sie haben sich hart erarbeitet. Mit Sicherheit gab es die eine oder andere schlaflose Nacht für die eine oder andere Spielerin.
denn das hat an den Kräften gezehrt, gar keine Frage. Aber es ist ein Bekenntnis zum Trierer Bundesliga-Handball und es ist ein Bekenntnis durch die Zuschauer und durch die Mannschaft. Es gibt ein starkes Team hier in Trier und das besteht eben aus dieser Symbiose Zuschauer und Mannschaft in dieser hervorragenden Arena Trier. Also die Rahmenbedingungen derlei stimmen und jetzt braucht es mehr Unterstützer, die die Mietzen nach vorne bringen. Denn die Mannschaft hat es verdient. Insofern freuen wir uns schon auf den 23. Januar. Dann können Sie in der Arena Trier die nächste Begegnung erleben gegen den VfL Sindelfingen. Und wir sind dann natürlich auch wieder an Bord, um am darauffolgenden Montag ab 19 Uhr wieder zu berichten in unserer Live-Reportage, die wir immer bei den Spielen aufzeichnen. Wir sind für Sie mit dabei und wir freuen uns, wenn Sie auch dabei sind. 29:21. Das war also die wichtige Partie gegen Bietigheim. Das sind die wichtigen Punkte. Und damit rücken die Mietzen einem möglichen Nicht-Abstiegsplatz zwei Zähler näher. Und der Kampf beginnt. Tschüss, sagt bis dahin und ich wünsche Ihnen wirklich einen so erfolgreichen Start ins neue Jahr wie den Trierer Mietzen. Tschüss, sagt ihr und euer Sebastian Lindemanns.